Kennen Sie das neue Einschlafgesetz? Mit meinem Rauhaardackel darf ich im Dunkeln spazieren gehen. Wer keinen Hund hat, muss um 22 Uhr ins Bett. Gut, es gibt die Politiker, die sich für Lockerungen einsetzen. 22.30 Uhr oder sogar 23 Uhr vorschlagen. Aber es gibt eben auch die Hardliner, die es für gefährlich halten, zu spät ins Bett zu gehen. Kurz vor Mitternacht. Zeige sich der nachtaktive Vampir von seiner nachtaktivsten Seite. Jetzt muss man schon um 20 Uhr ins Bett. Paare sollen Abstand halten. Sicher ist sicher. Ich lege mich auf die äußerste Bettkante und versuche einzuschlafen, obwohl ich gar nicht müde bin. Meine Frau auf der anderen äußersten Bettkante schläft sofort ein. Ich liege wach, höre dem gigantischen Schnarchen meiner Frau zu und warte auf den Rauhaardackel. Wenn mein Rauhaardackel die Ohren spitzt, weil die Nachbarin ihren Chihuahua spazieren dreht, schleiche ich mich heimlich aus dem Bett hinaus, ins Freie.